Hallo Zwan de Guit, Claudio Schießel mein Name. Ich bin heute im Grazer Presseclub. Dort haben nämlich die Grünen ihre Landesliste für die Nationalratswahl vorgestellt. Und vor mir steht Dr. Jakob Schwarz, eben von den Grünen Steiermark. Ja, wie geht's Ihnen und was ist eigentlich Ihr Ziel jetzt für diese Wahl? Also wir haben das klare Wahlziel, wieder zurück in den Nationalrat einzuziehen. Und für mich persönlich, mir geht es grundsätzlich gut, würde ich sagen. Ich habe große Hoffnung, dass das klappen wird. Ich bin auch froh darüber, dass meinem Leibthema, dem Klimaschutz, quasi jetzt mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, dass wir auch wirklich die Chance haben, diese Transformation, die voransteht, noch hinzukriegen und klimaneutral zu sein in 20, 25 Jahren. Und das wäre auch mein Ziel, in der Politik in die Richtung zu wirken. Klimaneutralität ist immer eins dieser schönen Schlagworte, die momentan medial auch verbreitet werden. Was verstehen Sie darunter? Was ist sozusagen Ihre wissenschaftliche Sicht? Was ist Ihre politische Sicht? Also im Detail ist das relativ kompliziert, weil da geht es einerseits darum, wie viel CO2 und andere Treibhausgase stoßen wir noch aus und welche Methoden nutzen wir. Man denke an diese landwirtschaftliche Humusaufbereitung, die in der Ökoregion Kaindorf betrieben wird, wo CO2 aus der Atmosphäre gespeichert wird. Also welche Methoden nutzen wir, um das zu kompensieren, was noch an überbleibenden CO2-Emissionen da ist. Und Klimaneutralität quasi heißt dann, wenn alle Emissionen, die wir auslösen an Treibhausgasen, durch andere Maßnahmen zu 100% kompensiert werden. Mir persönlich wäre es natürlich ein Anliegen, dass wir es schaffen, überhaupt CO2-Emissionen komplett auf null zu reduzieren. Und das muss auch irgendwann einmal der Fall sein, also in Richtung 2050 spätestens. Spätestens. Wo ist sozusagen für Sie auch der Unterschied zwischen der Klimadebatte in der sogenannten Glaubensfrage, der wissenschaftlichen Frage und der politischen Frage? Ich glaube, was mich als Grünen freut, ist, dass wir in diesem Thema, im Klimathema, eigentlich ziemlich auf wissenschaftlichem Mainstream stehen. Das heißt, oft sind die radikalsten Forderungen eigentlich genau das, was in der Wissenschaft gefordert wird. Teilweise ist es so, dass man Schwierigkeiten hat, auch sich diese Dinge auch fordern zu trauen, weil sie so radikal sein müssen. Wir haben ja tatsächlich nur mal 20 Jahre Zeit, um die Emissionen zu reduzieren. Und insofern sehe ich da gar nicht viel Unterschied zwischen unserer Position und der wissenschaftlichen Forderungen, zum Beispiel das im Rahmen des Referents NEKB, das die wissenschaftlichen Experten in Österreich aktuell gerade erstellen. Aber wenn man es jetzt auch aus der wissenschaftlichen, akademischen Sicht sieht, inwiefern meinen Sie, dass es da auch einen entsprechenden politischen Druck gibt, diese Zahl noch etwas schön zu reden? Also das hätte ich bis jetzt noch nicht erlebt. Die längste Zeit ist es eigentlich so, dass man versucht, die Zahlen selbst zu ignorieren, weil es unangenehm ist. Das habe ich schon öfter erlebt. Aber ich habe eigentlich auch in meiner Karriere in der Wissenschaft nie irgendwie erlebt, dass irgendwer versucht hat, da Einfluss zu nehmen auf meine Ergebnisse. Das ist auch sehr schwierig. Da werden mit quantitativen Methoden sozusagen gefunden. Da läuft ein Programm durch, das ausrechnet. Das wird sehr schwierig sein, da jetzt den Fünfer in einen Dreier umzuwandeln. Also das glaube ich nicht, dass das häufig oder auch nur selten passiert. Also Fakten sind nicht Ansichtssache. Also die Fakten in Bezug auf was passiert im Klimawandel, also die Physik, die ist absolut unanfechtbar aus meiner Sicht. Die Frage, die natürlich dann politischer ist, ist, was macht man angesichts dessen? Man könnte ja auch sagen, hinter mir die Sintflut, mir ist wurscht, was mit unserem Planeten passiert, ist auch eine politische Position. Die Wissenschaft kann sagen, ja bitte, wenn Sie die Position vertreten wollen, in Ordnung. Also insofern ist das dann keine unwissenschaftliche Position, das ist nur aus meiner Sicht eine moralisch bedenkliche Position. Sie stehen ja schon länger eigentlich auf der grünen Personalreserveliste, sind aber per se eigentlich ein Quereinsteiger. Warum wollen Sie jetzt eigentlich in den Nationalrat? Also in erster Linie deshalb, weil die Zeit knapp wird. Also ich glaube, wenn wir jetzt nicht wirklich die Klimaschutzmaßnahmen treffen, die notwendig sind, dann könnte sein, dass dieser Point of No Return, also dieser Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt, eintritt. Und das möchte ich einfach nicht zulassen. Also ich finde, das wäre eine Selbstaufgabe der Menschheit. Und ich möchte einfach jetzt, wo es noch die Chance gibt, was zu tun, was für den Klimaschutz machen. Und eins noch, Sie haben zum Beispiel immer wieder diese Debatte aufgebracht, Klimawandel ist natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Frage. Wo gibt es sozusagen Grenzen, was Regulierungen im Bereich des Klimawandels gibt, weil
ganz ehrlich, unter uns gesagt, die Umwelt kennt ja keine Sozialpolitik. Damit wollen Sie hinaus darauf, dass gewisse Klimamaßnahmen möglicherweise negative soziale Effekte hätten? Genau, oder? Also ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt Dieselfahrverbote ausgebe oder dass eben nur noch E-Fahrzeuge in den Innenstädten fahren können oder dass es halt entsprechende Preise gibt für die ÖV-Mittel, die halt vielleicht sich jetzt nicht ein Otto-Normalbürger leisten kann. Also ich würde sagen, das sind für mich zwei Themen. Das erste ist, dass unser Programm, das wir haben, insbesondere diese ökosoziale Steuerreform, ja genau vorsieht, dass Menschen mit geringerem Einkommen einen höheren Vorteil davon haben. Also dieser Öko-Bonus, jeder kriegt quasi 500 Euro überwiesen, egal wie groß das Einkommen ist. Von dem profitieren natürlich Leute mit geringerem Einkommen relativ mehr. Und andererseits bin ich persönlich kein großer Fan von Verboten, sondern es geht eben genau darum auch bei unserer 365-Euro-Ticket Öffis billiger zu machen, dass Menschen der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtert wird. Da gibt es aber auch viele andere Bereiche, in denen man was machen kann. Wir haben auch einen Topf, der vorsieht, dass man Leute dabei unterstützt, das Heizsystem zum Beispiel zu wechseln, wenn sie auf Öl angewiesen sind bisher. Und was jetzt den ersten Punkt betrifft, also das ist sozusagen der zweite Teil der Antwort, ich glaube, dass oft ein zu viel an Regulierung herrscht, wenn ich denke zum Beispiel an die ganzen Subventionen, die in die fossile Energie fließen oder auch gewisse Vorgaben, die dazu führen, dass wir sozusagen verhaftet bleiben in dem alten fossilen Wirtschaftssystem. Da gibt es Möglichkeiten, das sozusagen zu reduzieren, diese fossilen Subventionen wegzugeben und die uns dann eigentlich sozusagen eher in eine unreguliertere Wirtschaft bringen, die tatsächlich positive Effekte für den Klimaschutz haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Ölheizungen abschafft und gleichzeitig sagt, kauft zum Beispiel Fernwärme in Zukunft ein, dann macht man sich ja eigentlich mehr abhängig und gleichzeitig Gaskraftwerke sind ja auch mehr oder weniger zu diesen kalorischen Systemen zuzurechnen. Also zum einen ist es so, dass quasi eine gewisse, also für mich zumindest eine Neutralität in Bezug auf die Frage, welches Heizsystem verwenden die Leute, herrscht. Ich würde einen Anreiz setzen in die Richtung Ölheizungen, zumindest in Neubauten nicht mehr einzubauen, weil das ist quasi, da haben ja die Leute noch die Chance, sich frei zu entscheiden. Es gibt genügend ökologischere und klimaverträglichere Alternativen, sei es jetzt quasi über Geothermie, sei es über Pellets und so weiter. Da muss man ja quasi nicht sich auf die Ölheizung setzen, insbesondere bei Neubauten. Und als letzter Punkt, was wünschen Sie sich, wenn Sie in den nächsten 5 Jahren wirklich in den Nationalrat kommen von der Politik und was würden Sie umsetzen wollen? Also ich glaube, wenn wir diese ökosoziale Steuerreform in die Gänge kriegen würden, um wirklich eine große Dynamik zu erzeugen, dass in 5 Jahren spürbar sich was geändert hat. Also wenn man dann zurückschaut, sollte man sagen können, okay, jetzt sind wir tatsächlich in diesem Übergang hin zum sauberen Solarzeitalter. Und für mich persönlich wäre entscheidend dabei, dass wir auf diesem Pfad sind, der uns Richtung Paris-Konformität bringt. Das heißt, dass wir tatsächlich, wenn man das sozusagen fortschreibt, über die 20 Jahre dann bei Netto Null Emissionen ankommen. Danke fürs Gespräch. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke Ihnen. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.